Ja, moin, meine lieben aktiven Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Heute habe ich mir eine sehr gute und sehr epische Challenge ausgedacht. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob diese Challenge überhaupt schon existiert. Ich denke mal ja. Und diese Challenge ist halt so eine Challenge. Ich werde jetzt eine Skywars-Runde ganz normal easy peasy lemon squeezy spielen. In dieser Challenge bzw. in dieser Runde werde ich aber nur aus den Kisten Steine und Essen rausholen. Also das heißt, wenn ich halt jetzt wie gesagt keine Rüstung habe, muss ich die Leute halt versuchen so gut wie möglich zu töten. Und die Leute, die ihre Sachen dann verlieren, wenn ich sie getötet habe, darf ich anziehen. Also das heißt, ich darf keine Rüstung, gar nichts anziehen aus meinen Kisten. Es ist egal, was da drin ist, ich darf die nur nicht anziehen. Ich darf mir Steine nehmen und essen, mehr aber auch nicht. Wir sehen uns einfach in einer Runde. Ich glaube, das hat man jetzt kapiert. Bis gleich, Leute. So Leute, hier sind wir natürlich auch in einer sehr netten Runde drin. Wir dürfen, wie gesagt, hier erstmal nur ein paar Essensteile, Steine und sowas zum Bauen natürlich. Und das ist halt das, was wir haben. Wir haben zwar ein Kit schon ausgewählt, beziehungsweise wir haben das Assassinen-Kit. Das müssen wir halt, wie gesagt, dürfen wir halt auch behalten, weil das unser Kit ist. Was persönlich halt auch sehr nice ist. Und wir müssen halt jetzt so gut wie möglich versuchen, die Leute halt zu töten, die halt überhaupt kein Kit, beziehungsweise ein Kit haben. Oh mein Gott, das ist schwer, Leute. Okay, das wird eine Challenge für den Externer natürlich. Wir dürfen wie gesagt hier nur das Essen und die schönen Steine rausholen. Was auch sehr, 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 sehr manchmal traurig sein könnte, weil da sind meistens immer so geile Sachen und die Sachen, die darf man einfach nicht nehmen bei dieser Challenge. Und ich meine auch von sich aus gesehen, wenn man den ersten killt, dann hat man natürlich auch direkt Rüstung, was auch sehr, sehr geil ist, wenn der natürlich oben auch stirbt, wenn er halt auch nicht so gut im PvP ist, aber man weiß halt auch, dass man ohne Rüstung sehr, 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 sehr vorsichtig sein muss und sehr aufpassen muss, weil man hat halt echt keine so guten, geringen Chancen irgendwie. Ich weiß jetzt aber auch nicht, soll es irgendwie jetzt im Haus, beziehungsweise soll es jetzt da runter gehen oder soll es jetzt warten, bis er hier hochkommt? Ich würde sagen, maximal 3 Kills sollte es hinlegen. Es ist egal in welcher Runde. Ich muss auf jeden Fall maximal 3 Kills ohne Rüstung hinbekommen. Dann ist die Challenge auf jeden Fall für mich accepted, weil es ist echt gerade nicht einfach, Leute. Muss man ehrlich sagen. Hey, na du? Ja, ich kann auch gerne zu dir kommen. Also ist auch kein Problem. Mach es doch auch immer liebend gerne. Das weißt du doch. Dann machen wir hier einfach die Runde wieder so, wie das war. Das ist auch kein Problem, mein Lieber. Ja, du sollst auch kommen. Komm, ich hab Angst. Ich hab Angst. Das ist doch auch selbstverständlich, so. Leute, ich werde ihn auch nicht, glaube ich, wenn ich jetzt runterspringe, bin ich sofort tot. Das weiß ich. Oh mein Gott, das ist jetzt der größte Fail aller Zeiten. GG, Leute. GG. So, Leute, ich hoffe, dass wir natürlich auch 3 Kills überhaupt hinbekommen. So wie ich jetzt gerade spiele, ist denke mal eher nicht. Aber wir müssen halt einfach auf Risiko jetzt gehen. Wir müssen auf Risiko gehen und die ganze Zeit versuchen. Es ist wie gesagt halt einfach jetzt so die Sache. Aber nice, Leute. Ihr könnt natürlich mir auch mal ein paar Vorschläge in den Kommentaren schreiben, wie ihr die Challenge findet. Beziehungsweise ihr könnt mir auch in den Kommentaren schreiben, Challenge-Vorschläge, das würde mich auch übertrieben freuen, wenn ihr das machen würdet. Das würde mich echt freuen. Dann habe ich halt auch ein paar Challenges, die ich halt auch machen kann. Beziehungsweise vielleicht wollt ihr auch so ein paar Teacher-Pack-Vorstellungen haben, wie ich halt so einige Teacher-Packs von meiner Sicht aus so finde. Weil es gibt ja viele Teacher-Packs, die viele eigentlich schon, ja, wie nennt man das, halt vorgestellt haben und ich könnte da meiner Meinung auch mal sowas machen und einfach die dann nach meiner Meinung einfach vorstellen und wie ich die dann finde. Wenn ihr das natürlich sehen wollt, dann könnt ihr das auch gerne mal mit einem Daumen nach oben
da lassen. Dann weiß es auf jeden Fall, dass ihr das sehen wollt. Und der hat Angst. Warum kommst du ins... Komm doch einfach bitte. Ich brauche nur 3 Kills, okay? Kann ich das töten? Kann ich das töten? Das wäre ultra affengeil und ich bin scheiße. Alter, wenn ich den jetzt bekomme. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott, Leute! Als wenn wir das jetzt geschafft haben. Holy shit! Xana for the win! Okay, das ist jetzt. Oh mein Gott, Leute! Alter! Falter! Und der hat nicht mal gerade so schlechtes Equip. Der hat echt schon ein gutes Equip. Ja, geil, jetzt sind wir schon equipped, weil ich habe ja gesagt, man darf ja die Sachen, wenn die Leute sterben, nehmen. Und das haben wir ja auch eigentlich so gut accepted und haben ja auch die Sachen jetzt genommen. Die dürfen wir jetzt alle verwenden, die der jetzt in sein Inventar hat. Das ist geil, Leute. Das ist geil. So sind wir jetzt auch mal eben ein bisschen geschützt. Also dann könnten wir vielleicht sogar noch in der Runde vielleicht noch so 2 Leute killen. Das wäre auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr Porno. Ja, schade. Ich weiß nicht, ob ich das nehmen darf. Nee, ist, das würde dann auch nicht zählen, weil ich den ja nicht gekillt habe. Dann müssen wir halt wirklich wieder weiter rübergehen. Weil es wird halt schon fair spielen, weil was wäre, wenn ich das jetzt nehme, dann wäre das nicht mehr fair. Dann wäre die Challenge sofort schon disabled, sag mal so. Disabled, alles klar, Leute. Er wird auf jeden Fall safe kommen. Er hat auch besseres Equip. Das weiß ich safe zu schätzen. Fall bitte runter. Das wäre mir eine Ehre für dich. Der Cowboy baut das jetzt höher und springt gleich ins Netz. Geil. Holy shit, Leute. Holy shit. Oh mein Gottness. Oh scheiße, Leute. Oh scheiße. Oh mein Gott. WTF, was war das denn jetzt bitte? Holy shit, das war jetzt echt gut. Das war echt gut jetzt. Leute, wenn wir jetzt noch einen Kill machen. Beste. Beste Leben, EU. Also, bestes Leben. Es gibt kein besseres Leben. Fail. Ja, GG, Leute, wir haben damit soeben gerade die Challenge eigentlich sehr gut geschafft, muss man auf jeden Fall dazu sagen. GG, Leute, GG, GG. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann zeige es mir auf jeden Fall mal mit einer positiven Bewertung nach oben da. Würde mich mega freuen. Empfehlt doch euren Freunden einfach meinen Kanal mal. Denn Support ist kein Mord, Leute. Und wenn ihr Challenge-Ideen habt, wenn es einen anderen Kit nehmen soll oder so, wenn ich natürlich das Kit auch besitze, dann werde ich diese Challenge auch gerne mal machen. Würde mich mega mal interessieren. Oder ob ich mal Texture-Packs Vorstellungs machen soll. Würde mich auch mega interessieren. Und mit diesen Texture-Packs einfach mal ein bisschen Bed Wars oder Skywars so ein bisschen spielen soll. Dann könnt ihr mir das auch gerne in den Kommentaren schreiben. Würde mich mega freuen. Und ja, wir haben die Challenge accepted, also geschafft. Mega geil. Hätte es nicht gerechnet. Weil ihr wisst ja, wie es am Anfang aussah. Und dann auf einmal so. Geil. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Und ja, dann sage ich es mal auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Hallo.